لنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere 8. Halaqa der Erklärung von Al-Aqidah al-Tahawiyya, Imam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi al-Masri. Er sagt, ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. Er sagt, er leitet aus seiner Gunst rechts. Moment. Unsterblich niemals, ewig wirkend, Qayyum, ohne je zu schlafen, er schafft, ohne dessen zu bedürfen, und er versorgt seine Geschöpfe ohne jede Anstrengung, er lässt sie ohne dabei Furcht zu haben sterben, und er lässt sie ohne jede Mühe auferstehen. Er existierte, das ist unser Dars. Er existierte immer und ewig mit all seinen Eigenschaften, bevor er die Schöpfung erschuf. Ihre Erschaffung hat seinen Eigenschaften nichts hinzugefügt, das nicht schon vorher dazu zählte. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Erste und der Letzte. Es gibt eine Frage hier, wir haben darüber im letzten Dars geredet, aber das war nicht ausführlich. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Erste, ohne Anfang, und der Letzte, ohne Ende. Seine Eigenschaften, seine Taten, sind sie auch ohne Ende und ohne Anfang. Und die Eigenschaften und Taten von Allah subhanahu wa ta'ala haben Spuren. Die Spuren, die Eigenschaften und Taten, das sind die Geschöpfe. Die Frage ist, sind die Geschöpfe auch ewig? Hat Allah subhanahu wa ta'ala immer geschaffen? Ohne Ende in Bezug auf Vergangenheit? Das ist die Frage. Wir lesen unser Dars heute aus der Erklärung von Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Das ist ein schweres Thema. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sagt, also nachdem er gelesen, nachdem er geschrieben hat, مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ. Er sagt, bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal muttasifan bi sifati al-kamal. Dass Allah subhanahu wa ta'ala immer beschrieben mit den Eigenschaften der Vollkommenheit. Die Eigenschaften, die mit dem Wesen verbunden sind
Eigenschaften, die mit den Taten verbunden sind. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ما ist der Unterschied zwischen den beiden؟ Tat, Eigenschaften sind mit dem Willen verbunden, stimmt, ja. Der Unterschied zwischen den beiden, dass die Eigenschaften, die mit dem Wesen verbunden sind, sind untrennbar von seinem Wesen. Und die sind nicht verbunden, die beziehen sie nicht auf sein Wille, subhanahu wa ta'ala. Wie das Leben, das Wissen, zum Beispiel, deine Fähigkeit, sein Eigentum. Und die Eigenschaften, die mit dem Tat verbunden sind, sie beziehen sich auf seinen Wille und seine Fähigkeit in jeder Zeit. Wie sein Aussprechen, wenn er subhanahu wa ta'ala auch lacht, wenn er liebt. Diese Eigenschaften sind mit dem Wille verbunden sind. Er sagt, صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. Sagt, es ist nicht erlaubt zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Eigenschaft beschrieben wurde, nachdem er vorher, also nachdem er nicht damit beschrieben war. لأن صفاته سبحانه صفات كمال weil die Eigenschaften von Allah سبحانه sind die Eigenschaften der Vollkommenheit. Das Nicht-Existenz dieser Eigenschaften ist eine Eigenschaft der Mangel. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. Und es ist nicht erlaubt zu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala war nicht mit dem Eigenschaft der Vollkommenheit beschrieben war. Er war nicht beschrieben mit der Eigenschaft der Vollkommenheit und danach wurde er beschrieben mit der Vollkommenheit. Es bedeutet, was die Sekten sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorher nichts gemacht hat. Er hat nicht gesprochen. Er hat nicht geschaffen. Und nachdem er geschaffen hat, haben wir ihn oder hat sich selbst der Schöpfer genannt. Und nachdem er geredet hat, hat er sich selbst, dann hat er die Eigenschaft des Aussprechens. Und das verneint Ibn Abi Izz al-Hanafi. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة. Es geht hier um die Eigenschaften, die mit dem Wille verbunden ist. Also الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية. Weil die Sekten, sie haben gesagt, dass vorher, weil wir wissen, dass Allah der Erste. Allah ist der Erste mit seinem Namen, seinen Eigenschaften, seinem Wesen. Die sagen, vorher hat Allah viele Eigenschaften nicht gehabt. Nur nachdem er die Bezüge dieser Eigenschaft geschaffen hat, dann war er beschrieben mit diesen Eigenschaften. والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. Diese Eigenschaften der Wille, wie zum Beispiel runterkommen oder das lebendig machen oder das erschaffen. Diese Eigenschaften, die wurden gemacht in einer Zeit und in einer Zeit nicht.
Wie zum Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemand liebt, wenn dieser Mensch das Gute tun, Allah liebt ihn. Aber vorher, wenn dieser Mensch was Schlechtes tun, Allah liebt ihn nicht. Aber die Art dieser Eigenschaften besitzt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah liebt, ist fähig zu lieben, fähig zu sprechen, fähig zu schaffen. Dass die Art ist urewig, die Art ist urewig, aber die Mitglieder sind erneut. Das sagt Ibn Abi al-Izz. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال له إنه حدث له الكلام. Weist jetzt die Argumente der Sekten zurück und sagt, der Mensch, der hat gestern nicht gesprochen und spricht heute. Sagen wir, dass diese Eigenschaft des Sprechens ein Ereignis, weil er gestern nicht gesprochen hat? Oder wir sagen, er kann sprechen. Oder wenn wir sagen zum jemand, er kann schreiben, aber er hat heute nicht geschrieben. Wir können über ihn sagen, er ist ein Schriftsteller zum Beispiel. Aber er hat nicht geschrieben, aber er kann schreiben. Und wenn er schreibt, wir sagen nicht, dass diese Eigenschaft ist ein Ereignis, nachdem sie nicht da war. ثم تكلم يقال حدث له الكلام فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. Derjenige, der schweigsam ist, ohne ein Mangel, also nicht krank, er kann sprechen. Jemand, der schweigsam ist, wir nennen ihn Aussprecher mit der Kraft. بمعنى bedeutet, annahu yatakallamu idha sha', bedeutet, dass er spricht, wann er will. وفي حال تكلمه يسمى متكلم بالفعل. Und wenn er spricht, wir sagen, ist Aussprecher mit der Tat. Es gibt Aussprecher mit der Kraft, also er kann sprechen, aber er spricht nicht. Und es gibt Aussprecher mit der Tat, wenn er spricht. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتم بالفعل. Auch jemand, der schreibt, الكاتب. Der Schreiber, immer der Schreibt. Wenn er schreibt, wir sagen Katibun bil fi'l. Schreiber, Schriftsteller, also jemand, der schreibt, mit der Tat. ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. Und er sagt, wenn er nicht schreibt, wir können nicht sagen, er kann nicht schreiben. Und er ist kein Schreiber. Habt ihr das verstanden? Das Thema ist nicht einfach. Habt ihr das verstanden, was ich gesagt habe? Nicht das Fragen, nicht Fragen. Die anderen haben verstanden. Jetzt wird er sprechen über das Thema. وحلول الحوادث بالرب تعالى وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. حلول الحوادث. Was ist حلول الحوادث؟ حلول الحوادث bedeutet die Inkarnation der Ereignisse. Deshalb, die Sekten haben die Eigenschaften von Allah, die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala verneint. Also, das erste alles, Ilm al-Kalam, aufgetaucht ist,
المعتزلة والجهمية هابن أو الزاغف الفيلوزوف انجليزي. الله سبحانه وتعالى موجب بالذات بضويتت درس ديتاتن بتسين زيش نيش أوف زين فيلا دس ألا تاتن فن الله بتسين زيش نيش أوف زين فيلا sondern zwischen das Wesen und die Tat ist eine untrennbare Verbindung. Genau wie diese untrennbare Verbindung zwischen die Tat und was getan wird. Das ist Hulul al-Hawadisi. Hulul al-Hawadis. Also, das ist sehr wichtig, damit wir haben viel gelernt über die Sekten, die negieren die Eigenschaften. Jetzt, wir studieren jetzt die Ursachen. Warum haben sie die Ereignisse? Warum haben sie die Eigenschaften negiert? Sie haben diese Aussage von Philosophen gelesen. Dann sie haben gesagt, diese Sekten, Mu'tazila und Al-Jahmiyyah, die haben gesagt, Allah ist fähig. Allah ist fähig. Allah ist qadir. Allah ist fähig. Bedeutet, dass die Tat von Allah subhanahu wa ta'ala wurde geschehen, nachdem sie nicht da war. Also sie beschreiben nicht Allah mit seinen vollkommenen Eigenschaften und Taten. Sie sagen nein. Diese Tat, was Allah gemacht hat, wurde geschehen, nachdem sie nicht da war. Und diese Aussage ist eine große Abstellung, Ta'til, von allen Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Beschreiben, die haben Allah beschrieben, die Eigenschaften der Unvollkommenheit. Was bedeutet diese Aussagen von Sekten? Bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorher war mu'attal, hatte er diese Eigenschaften nicht. Und diese Ta'til, diese Abstellung, hat kein Ende in Bezug auf Vergangenheit. Weil Allah ist der Erste ist. Merkt ihr jetzt, was ich gesagt habe? Das ist wichtig. وزاكت من أبي العز وحلول الحوادث بالرب تعالى die Inkarnation die Ereignisse was المنفي في علم الكلام المذموم also was im علم الكلام verneint ist weil die Sekten die negieren das sagen wir negieren die Eigenschaften weil es ist ein in Inkarnation der Ereignisse und Allah ist frei davon, sagen sie. Lam yarid nafyu ist das ist ein erneutes Wort. Hulul al-Hawadith. Gibt es nicht im Koran, auch nicht im Sunnah. Und das ist auch ein Wort, der mujmal ist, undetailliert. Was meinen sie damit? Es verträgt viele Erklärungen. Jetzt sagt er, فَإِنْ أُرِيدَ وَفِيهِ إِجْمَالٍ ist undetailliert. فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَحِلُّ فِي ذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ الْمُحْدَثَةِ Er sagt, wenn Sie meinen damit, also mit dem Inkarnation, die Ereignisse, dass kein anderer Geschöpf dass kein anderer Geschöpf inkarniert in Allah subhanahu wa ta'ala, das ist wahr. Wie As-Sufiyya, Al-Hululiyya glauben, dass Allah inkarniert in sein Geschöpfe. Oder andere Geschöpfe inkarniert in Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Wenn sie sowas meinen, ist es wahr. Das Wort ist wahr. Obwohl der Ausdruck ist erneuert, weil es gibt nicht im Koran und Sunna.
أو يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. إزاغن فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدس شيء من مخلوقات وحدت أو يحدث له وصف متجدد لم يكن هذا، لم يكن هذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية إزاغن فين زي ماينن دامت مت مت ديز انكارناسيون دي ايغنيس دس الله سبحانه وتعالى كاين ايغنشافتن دي ان بيتسوغ اوف زاين 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 فيل بيتسوغن زين دي نيجيرن داس فين زي نيجيرن داس مت ديزن فورت داس ايست فالش من انه لا يفعل مريء دس الله سبحانه وتعالى ماختنيش فاس اير فيل und er spricht nicht von er will und das Allah سبحانه ist nicht zornig von er will ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول und dann Allah سبحانه wurde nicht beschrieben mit dem runterkommen والاستواء und das kommen wie Allah سبحانه وتعالى sich selbst beschrieben hat فهذا نفي باطل diese Verneinung ist es باطل und أهل الباطل die Sekten die meinen damit die zweite Sinn die verneinen diese Art der Eigenschaften. والشيخ رحمه الله أشار بذلك المايند الشيخ أبو جعفر الطحاوي بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه للرد المعتزلة موافق إزاك في ذلك دي أرجمنت في المعتزلة und الجهمية und die anderen Sekten die ihre Meinung angenommen haben wie Schia. فإنهم قالوا die haben gesagt إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. sagen dass Allah سبحانه وتعالى wurde fähig wurde fähig zu tun und zu sagen nachdem nicht fähig war. Also vorher war nicht fähig. أعوذ بالله. لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. Weil die Tat und das Aussprechen ist es möglich geworden, nachdem es unmöglich war. وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الامتناع إلى الإمكان الذاتي. Und es ist geworden, es ist, wurde übertragen von das Wesentliche Unmögliche zum Wesentliche Mögliche. Also von Unmöglichen zum Möglichen. وعلى ابن كلاب الأشعري وما وافقهم فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته. Und er sagt auch, dieser Aus sagt auch, Ibn Kulab al-Ash'ari gesagt, aber das Aussprechen bei ihnen ist nicht wie Ahl Sunnah, sondern das Aussprechen bei ihnen bezieht nicht auf den Wille und die Fähigkeit, weil es ist eine einzige Sache, die mit seinem Wesen verbunden ist, ohne Buchstaben und ohne Stimme, ohne Ton. Das ist die Aussage von Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Sheikh al-Islam hat eine große Diskussion mit allen Sekten in diesem Bezug in seinem Buch Minhaj al-Sunnah und in seinem Buch Dar al-Ta'arud al-Aqli und al-Naql. Er hat ausführlich darüber geredet und in Majmu' al-Fatawa auch hat auch darüber geredet. Sheikh al-Islam sagt, es gibt ein Thema, heißt die Aufeinanderfolge der Ereignisse. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Erste ist in Bezug auf sein Wesen, seine Eigenschaften, seine Taten, also bedeutet die Taten, Eigenschaften von Allah haben kein Ende in Bezug auf Vergangenheit und in Bezug auf Zukunft. Oder? Ich spreche mit euch. Stimmt das so?
Sheikh al-Islam hat darüber geredet und sagt, dass die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala ist der, also Allah ist der Erste. Seine Taten, seine Eigenschaften, sein Wesen. Das ist klar. Und wir sagen nicht wie Allah, wir reden nicht wie Allah ist. Also wir sagen, Allah ist der Erste. Vor ihm war nicht, ich habe eine Aussage von Sheikh al-Islam gefunden in seinem Majmu' al-Fatawa, in Hadith Sahih al-Bukhari, Hadith Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني تميم اقبلوا البشرى يا بني تميم او لويت فون تميم نمت دي فرو بوتشافت ان قالوا قد بشرتنا هم gesagt du hast uns die frohe botschaft gesagt فاعطينا give us die wollen nur was was haben material فاقبل على اهل اليمن ist gekommen zu اهل اليمن ist auch zu ihm gekommen gesagt, فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى nehmt ihr die frohe Botschaft an إذ لم يقبلها بنو تميم بنو تميم haben das nicht akzeptiert فقالوا sie haben gesagt قد قبلنا يا رسول الله wir haben das angenommen قالوا جئناك لنتفقه في الدين wir sind gekommen damit wir uns Wissen ereignen damit wir Wissen ereignen ونسألك عن أول هذا الأمر damit wir uns fragen damit wir dir fragen nach der ersten dieser Sache فقال كان الله ولم يكن شيء قبله Allah war und nichts war vor ihm und Sheikh al-Islam sagt in anderer Überlieferung كان الله ولم يكن شيء معه und nichts war mit ihm andere Überlieferung in andere auch Überlieferung كان الله Allah war ولم يكن شيء غيره und gab nichts außer ihm وكان عرشه على الماء sein Thron war auf dem Wasser وكتب في الذكر كل شيء hat in الذكر ist اللوح تافل geschützte Tafel وكتب في الذكر كل شيء alles وخلق السماوات والأرض und hat السماوات والأرض geschaffen وفي لفظ in anderer Überlieferung ثم نشوى ثم weist auf an Ordnung ثم خلق السماوات والأرض also versteht ihr den Unterschied zwischen و und ثم و ist und aber ثم ist dann weist auf an Ordnung ثم جاءني رجل فقال also wer sagt das ثم جاءني رجل ist jemand zu mir gekommen und sagt wer sagt das ثم جاءني رجل ist jemand zu mir gekommen und sagte wer sagt das also das sagt Imran ibn Husayn der Sahabi den Hadith berichtet hat ثم جاءني رجل ist jemand zu mir gekommen und sagte أدرك ناقتك also dein Kamel ist abgehauen also steh auf und أدرك ناقتك also reich dein Kamel فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها فذهبت also ich bin gegangen فإذا السراب ينقطع دونها bedeutet it is so weg it is weit weg gerannt فوالله لوددت أني تركتها ولم أقم oh, والله ich würde mir lieber dass ich geblieben, nicht aufgestanden habe. Weil er hat viele Sachen aufgepasst, was Prophet ﷺ zu erleben gesagt hat, in diesem Bezug. Das Wichtigste, was Wichtigste. وَلَمْ أَقُمْ قَوْلُهُ, Sheikh Islam sagt, قَوْلُهُ, كَتَبَ فِي الذِّكْر, erklärt, was الذِّكْر ist, das ist اللوح المحفوظ, das ist der geschützte Tafel. Dann sagt er, والناس في هذا الحديث على قولين. Die Leute in diesem Hadith sind zwei Meinungen. منهم من قال إن مقصود الحديث
إخباره بأن الله كان موجودا وحده. Manche sagen, dass der Prophet meint, dass Allah war, existierte, also existierte allein. ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث. Und dann hat Allah angefangen, alle Ereignisse zu geschehen. Also Ereignis hat zwei Bedeutungen. Entweder Geschöpf oder Eigenschaften. Er meint die Geschöpfe. Er hat angefangen, die Geschöpfe zu schaffen. وإخباره, also, und dann, die sagen auch, بأن الحوادث, der Prophet wollte sagen, dass الحوادث لها ابتداء, dass die Ereignisse hat einen Anfang in Bezug auf ihre Art. وأعيانها مسبوقة بالعدم, aber in Bezug auf ihre Mitglieder, es ist vorher war nichts. Also wenn wir jetzt reden über Geschöpfe, in Bezug auf Geschöpfe, alles was ist geschehen in dieser Welt, in Bezug auf die Art, nicht auf Mitglieder, Baum, Mann, Himmel, nein, in Bezug auf die Art, ein Geschöpf. Das bedeutet, hat einen Anfang. بأن الحياة لها ابتداء. Hat einen Anfang. Aber in Bezug auf ein Mitglieder, jede Sache war vorher war nichts. Und dann ist sie geschehen worden. Also, Sheikh Islam sagt, die Leute, die erste Meinung, wollen diese Hadith so erklären. وَإِنَّ جِنْسَ الزَّمَانِ حَادِثُ اللَّهِ فِي زَمَانِ. Sagt auch, die Art der Zeit ist eignet nicht in der Zeit. Das ist schwer zu verstehen. وَجِنْسُ الْحَرَكَاتِ وَالْمُتَحَرِّكَاتِ حَادِثُ. Und die Art der Bewegungen und die Beweger, die Sachen, die bewegen, ist ein Ereignis. Wurde sich geeignet, geschehen. وَإِنَّ اللَّهَ صَارَ فَاعِلًا بعد أن لم يكن يفعل شيئا في الأزل إلى حين بدأ الفعل. Sagt Allah wurde Täter, nachdem vorher nichts gemacht hat, bis angefangen zu tun, also zu schaffen. ولا كان الفعل ممكنا, und die Tat war nicht möglich. ثم هؤلاء على قولين. Und diese Meinung sind auch zwei Meinungen. Folgt er mit mir? Ja? ثم هؤلاء على قولين. Und diesen sind zwei Meinungen. منهم من يقول دافون ان ماينونغ زاغت وكذلك صار متكلما بعد ان لم يكن يتكلم بشيء زاغت ار اس اوسبريشر جيفورن nachdem nicht gesprochen hat بل ولا كان الكلام ممكنا له sogar das aussprechen war nicht möglich für ihn سبحانه. ومنهم من يقول الكلام امر Davon sagen auch anderen, in diesem Meinung, noch in der ersten Meinung. Al-Kalam amrun yusafu bihi bi'annahu yaqdiru alayhi. Sagen, das Aussprechen, Allah wurde beschrieben im Aussprechen. Und er ist fähig zu sprechen. La annahu yatakallamu bimashi'ati wa qudrati. Aber das bezieht sich nicht auf sein Wille, weil huwa amrun lazimu lidati. Das ist untrennbar von seinem Wesen, ohne einen Bezug auf seine Fähigkeit oder an seinen Wille. Das ist, was wir gesehen haben, die Aussage von Al-Mu'tazila. ثم هؤلاء, und von diesen, anderen sagen auch, هو المعنى دون اللفظ المقروء. Es ist nur der Sinn, das ist die Aussage von Asha'ira. Es ist nur der Sinn und nicht der Wort. عبر عنه بكل من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. Also es ist nur ein Sinn. Wenn jemand aus Hebräisch spricht, das ist Taurat. Wenn jemand aus Arabisch spricht, das ist Al-Quran. Also das ist ein Sinn, das ist keine Buchstaben, kein Ton. Das ist nur ein Sinn. ومنهم من يقول, und anderen sagen, بل هو حروف وأصوات. Das Aussprechen, es ist
Buchstaben und Ton, aber untrennbar von seinem Wesen, lam tazal wa la tazal, also o ewig, wa kullu al-fadil al-kutub allati anzalaha wa ghair dhalik. Und auch alle Ausdrücke der Bücher, die er abgesandt hat. Jetzt, das ist die erste Meinung. Der zweite Meinung. Ich bitte euch, wenn ihr könnt dann das hören in Ruhe. Und also dann notiert ihr die Nutzen. والقول الثاني في معنى الحديث die zweite Aussage in Bezug auf den Hadith إنه ليس مراد الرسول هذا. Der Prophet hat nicht so gemeint, hat nicht dies gemeint. بل إن الحديث يناقض هذا. الحديث sogar er meint überhaupt nicht dies. ولكن مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش. Auch der Prophet meint, nachdem die Leute von Jemen ihn gefragt haben, er meint diese Welt, was wir sehen. Er meint nicht das o ewige Geschöpfe, das. Er meint nur diese Welt, was wir sehen. Was Allah subhanahu wa ta'ala in 6 Tagen geschaffen hat. Und danach erhob er auf seinen Thron. كما أخبر القرآن العظيم جينا في القرآن زعم الله تعالى في القرآن وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام الله الله يديني وهو ديني قد السديهم من الأرض إن زك ستار شافن هات وكان عرشه على الماء und sein Thron ist auf dem Wasser und auch im Sahih Muslim عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله المقادير الخلائق الله سبحانه وتعالى hat alles vorher bestimmt bevor die Himmel und Erde 50.000 Jahre geschaffen hat und sein Thron war auf dem Wasser. Achbara, der Prophet hat berichtet, anna taqdira khalqa hada al-alam al-makhluq fi 6 Ayyam, die vorher Bestimmung, khalqa hada al-alam fi 6 Ayyam, Allah hat das geschaffen in 6 Tagen. Und in ukana hina idin arshu al-ma, und sein Thron war auf dem Wasser, also war schon geschaffen. كما أخبر بذلك القرآن والحديث genau wie القرآن والحديث بغشتها ومن هذا ضفن الحديث الذي رواه أبو داود الآن عندك حديث أبو داود الترمذي كفيرت عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم أخصب الله بشغنط القلم القلم ده شتفت فقال له اكتب الله سبحانه بزاق شخيب قال قال مزاق وما اكتب فصل الشخيب الله قال alles was geschehen wird alles was geschehen wird bis Tag der Auferstehung حديث صحيح خرج أبو داود الترمذي فهذا القلم شيخ الإسلام زاك فهذا القلم ديز شتفت خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب Dieser Qalam hat ihm erschaffen, alles Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, zu schreiben, was Allah vorbestimmt hat. Bevor Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und Erde geschaffen hat, also vor 50.000 Jahren. Wa kana makhluqan qabla khalqi as-samawati wal-ard. Und dieser Qalam, Stift, war geschaffen vor die Himmel und Erde und das ist das Erste, was Allah in dieser Welt geschaffen hat. Also was bedeutet diese Welt? Diese Welt, was wir sehen. Und Al-Qalam wurde nach der Thron geschaffen. Das ist eine wichtige Sache, weil viele verstehen, weil Allah hat gesagt, das Erste, was wurde geschaffen, ist der Al-Qalam. Und andere Hadith zeigen, dass Al-Arsch, der Thron, ist eine schöne Erklärung von Sheikh al-Islam. Also bedeutet, er meint, der Prophet, alles, was wir sehen in dieser Welt. وَخَلَقَهُ بَعْدَ الْعَرْشِ Und der Stift wurde nach dem Thron geschaffen. Genau wie viele Beweise es zeigen. Und das ist die Aussage von Jumhur al-Salaf, wie Sheikh Islam sagt. Kann man sagen, das habe ich
ausführlich in anderen Stellen gezeigt, geschrieben. والمقصود هنا, was wir meinen hier, بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. Das erklären und zeigen, was die Texte von Koran und Sunna hinweisen. والدليل على هذا القول الثاني وجوه. Was will jetzt Sheikh Islam zeigen? Er will zeigen, dass vor dieser Welt, was wir sehen, es gibt andere Geschöpfe. Unendlich in Bezug auf Vergangenheit. Das will er zeigen, beweisen. Und das ist inshallah die richtige Meinung. والدليل على هذا القول الثاني وجوه. Und die Beweise für diesen zweiten Aussagen, also viele Wujuh, viele Gesichter in Bezug auf den Beweis. Weil ein Beweis hat viele Gesichter, hat viele Richtungen. Das zeigt Sheikh Islam. Also, wie viele Minuten haben wir geredet? Endfertig. Ich glaube, wir, inshallah, wir hören jetzt auf, damit wir beten. Und dann fangen wir nächstes Mal an, inshallah. Ja, kannst du bitte fragen, ja? Aber nicht viel, weil müssen wir beten jetzt.